Hallo, herzlich willkommen. Wir haben heute die Gunda von der Frauenrechtsgruppe im Telefoninterview. Hallo Gunda, kannst du dich mal vorstellen? Ja, hallo Bob. Also ich heiße Gunda Opfer. Ich bin die Sprecherin der sogenannten Koordinationsgruppe gegen Menschenrechtsverletzungen an Frauen unserer deutschen Sektion von Amnesty International. Koordinationsgruppe, was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir ehrenamtlich tätig sind und im Rahmen unserer Arbeit unter anderem auch Folgendes tun. Wir erhalten Berichte und Material aus London, der internationalen Zentrale von Amnesty. Diese Berichte basieren auf Amnesty-Recherchen zu aktuellen Menschenrechtsverletzungen in ausgewählten Ländern. Als Beispiel mal bei uns Diskriminierung von schwangeren Frauen und Mädchen beim Schulbesuch in Sierra Leone. Diese Berichte übersetzen wir dann in Auszügen meist, schreiben Zusammenfassungen und entwickeln daraus Informationsmaterial wie zum Beispiel Flyer. Ganz wichtig dann aber die Petitionen mit den Forderungen, den Amnesty-Forderungen an die jeweiligen Regierungen. Dieses Material versenden wir dann an unsere Amnesty-Basisgruppen, also die Gruppen, die nicht Koordinationsgruppen sind, deren es sehr zahlreiche, ich glaube es sind ca. 500 im Land verstreut, wie zum Beispiel auch die Freiburger Hochschulgruppe. Und das wird also versendet, damit die Gruppen damit bei Veranstaltungen und an Ständen die Leute informieren können über das jeweilige Problem und vor allen Dingen Unterschriften sammeln. In den meisten Fällen machen bei solchen Aktionen viele Sektionen mit, sodass eine große Anzahl von Unterschriften zusammenkommt und Amnesty damit dann ordentlich Druck ausüben kann auf die Regierung mit diesen Forderungen. Also ihr seid ja eine Koordinationsgruppe, wie du gerade vorgestellt hast. Die sind in der Regel doch recht weit über Deutschland verstreut. Wie viele seid ihr in eurer Gruppe und wie kontaktiert ihr euch untereinander? Unsere Gruppe hat derzeit 8 aktive Mitglieder und wir wohnen in der Tat weit voneinander entfernt in großen Städten wie Berlin, Hamburg, Bremen, Chemnitz und Köln. Der Informations- und Meinungsaustausch läuft deshalb weit, weit überwiegend per E-Mail. Aber zusätzlich treffen wir uns auch 3 bis 4 Mal im Jahr persönlich, reihum bei uns zu Hause. Und das ist uns ganz wichtig für unsere Arbeit und den Zusammenhalt der Gruppe. Altersmäßig sind wir auch breit gestreut. Die Jüngste ist noch Studentin, die Älteste ist Rentnerin und dazwischen gibt es zahlreiche berufstätige junge Mütter. Okay. Kommen wir zu den Frauenrechtsverletzungen, gegen die ihr euch engagiert. Welche gibt es denn und wogegen setzt ihr euch genau ein? Im Laufe der vielen Jahre haben wir schon zu fast allen Arten von Gewalt gegen Frauen und zu vielen Arten von Diskriminierung von Frauen gearbeitet. Diese Arten sind leider breit gefächert. Ich zähle sie hier mal auf, angefangen mit der am weitesten verbreiteten Art der häuslichen Gewalt. Über Vergewaltigungen im öffentlichen Raum, Ehrenmorde, Zwangsprostitution, Genitalverstümmelung bis hin zu gravierenden Nachteilen bei der Gesundheitsversorgung, auch beim Schulbesuch und wie man auch weiß hier in Deutschland bei der Entlohnung von Arbeit. Das ist ja einiges. An welchen verschiedenen Kampagnen habt ihr die letzten Jahre über dann gearbeitet? Ja, die Schwerpunkte unserer Arbeit richten sich naturgemäß pro Zeitabschnitt immer danach, was das internationale Sekretariat mit seinen Recherchearbeiten gerade fokussiert. Von 2004 bis 2008, also über 6 Jahre, war es die große Kampagne Stop Violence Against Women, Deutsch Gewalt gegen Frauen verhindern. Von den vielen angebotenen Projekten zu Ländern aus aller Welt hat die deutsche Sektion, also auch meine Gruppe, in Kooperation mit den Hauptamtlichen und mit unseren jeweiligen Länderkoordinationsgruppen immerhin ca. 40 Projekte bearbeitet, damals aus diesem Bereich. Ab 2010 rückte dann das Thema Müttersterblichkeit mit vielen Einzelaktionen in den Brennpunkt. Und die jüngste Dachkampagne heißt nun My Body, My Rights, mein Körper, meine Rechte. Darin geht es um die sogenannten sexuellen und reproduktiven Rechte, das heißt Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Das heißt darüber, mit wem will ich Sex haben, wann möchte ich Kinder bekommen
Und um das zu bestimmen, setzt es voraus, dass elementare Rechte gewährt werden. Zum Beispiel an vorderster Stelle das Recht auf Aufklärung und Verhütungsmittel, im Notfall auch das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch, das Recht auf optimal mögliche Versorgung im Falle einer Schwangerschaft und ganz, ganz wichtig, das Recht auch in diesem Bereich der Sexualität frei von Gewalt und Zwang zu leben. Vieles davon ist selbstverständlich für uns in Deutschland und in westlichen Ländern, in sogenannten westlichen Ländern. Aber in zahlreichen Ländern, besonders für Frauen ärmerer Bevölkerungsgruppen, bleibt dies immer noch ein Wunschtraum. Einige Zahlen mögen das mal verdeutlichen. 215 Millionen Frauen benutzen keine Verhütungsmittel, obwohl sie keine Kinder mehr bekommen wollen oder weitere Schwangerschaften aufschieben möchten. Die Gründe hierfür sind Unwissenheit oder kein Zugang zu Verhütungsmitteln. Zum Beispiel wissen 60% der Jugendlichen in 4 Ländern der afrikanischen Subsahara nicht, wie man verhütet überhaupt. Und mehr als ein Drittel von ihnen kennen keine Bezugsquelle dafür. Erschreckend ist es auch, dass 14 Millionen und mehr heranwachsende Mädchen pro Jahr Kinder gebären, hauptsächlich als Folge von gewaltsam erzwungenem Sex und damit ungewollter Schwangerschaft. Puh, das sind ja ziemlich heftige Zahlen. Und was macht ihr jetzt aktuell dagegen? An welchen Fällen arbeitet ihr aktuell? Da kann ich 3 Projekte kurz skizzieren. Wir haben gerade eine Solidaritätsbekundung geschrieben an Jesidinnen, die sich derzeit in der Gewalt der Terrorgruppe Islamischer Staat befinden. Unter dem Motto sozusagen, ihr seid nicht allein, wir sind bei euch. Es gibt da ja keine Regierung, an die wir Forderungen stellen können. Insofern ist es etwas anders als bei unseren sonstigen Aktionen. Eine Solidaritätsbekundung. Zusammen mit anderen Sektionen kamen ca. 6000 Unterschriften zusammen, die kürzlich Vertreterinnen der Jesiden überreicht wurden. Ein zweites Vorhaben ist in Vorbereitung. Wir sind gerade dabei. Der Arbeitstitel lautet Frauen in Südafrika hören beim Zugang zu Gesundheitsdiensten, bringt Schwangere in Gefahr. Es ist also sozusagen nochmal ein Projekt im Rahmen von My Body, My Rights. Wir sind mittendrin in der Arbeit und wir hoffen, dass wir demnächst damit starten können, es unter die Leute zu bringen sozusagen. Und wichtig zu erwähnen zum Internationalen Frauentag, der ja am 8. März stattfinden wird, haben wir 4 sogenannte Urgent Actions aufgegriffen, also dringende Aktionen, mit denen wir Menschenrechtsverteidigerinnen in 4 Ländern unterstützen wollen. Diese sogenannten Urgent Actions gehören zu den klassischen Arbeitsmethoden von Amnesty, also aus der Urzeit von Amnesty sozusagen noch. Es geht darum, Einzelkämpferinnen, Kämpfer und Kämpferinnen, jetzt in diesem Fall sind es 4 Frauen, schnell aus prekären Lagen zu befreien. Diese Lagen sind häufig Gefängnis mit Folter oder gar Todesandrohung oder es dringende medizinische Rettung einzufordern. Da habt ihr jetzt ja einiges vor euch, was ihr zu tun habt. Wenn jetzt von den Leuten, die das Interview angehört haben, wenn irgendjemand Interesse hat, euch zu unterstützen, wie kann man das tun? Ja, man kann sich auf unserer Homepage umsehen. Adresse lautet www.amnesty, also geschrieben wie Amnesty, danach ein Minus, frauen.de. Dort kann man sich umsehen. Dort haben wir zum Beispiel die aktuellen Urgent Actions, von denen ich eben sprach, verlinkt, sodass man sofort mitmachen kann. Und unter der Rubrik Kontakt auf dieser Seite kann man dann auch direkt mit uns in Verbindung treten. Wir würden uns freuen, wenn aufgrund dieses Interviews eine Resonanz erfolgt und sich einige melden und mitmachen. Okay, Gunda, vielen Dank für das Interview.